Kinas, da bin ich wieder, euer Fragenbeantworter. Heute haben wir das 100 Fragen, die keiner stellt Video, ja? Das machen auch wieder 150 Leute auf YouTube, jetzt kommt mir nicht mit, ey, das hast du nachgemacht von dem, das hast du nachgemacht von Joachim Jürgensens. Ich mach das, weil ihr es unbedingt wolltet und weil ich es auch selber will und weil es lustig ist und es Spaß macht. Und ich will auch nicht lang schnacken, ich sag mal, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Fangen wir direkt mit Frage 1 an. Schläfst du mit geöffneter oder mit geschlossener Tür? Kommt ganz drauf an, wie ich nach Hause komme. Wenn ich besoffen nach Hause komme, dann wahrscheinlich ohne Tür. Nee, mit geschlossener, mit offener Tür, damit der Torres reinkommen kann. Nimmst du die Shampoos und Spülungen aus dem Hotel mit? Ja. Wenn es was umsonst gibt, nehme ich dann immer mit. Schläfst du mit Jalousien oben oder runter? Ich hab keine Jalousien. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Nee, aber ich hab schon mal so eine Baulampe mitgenommen. Kennt ihr diese Baulampen, die auf diesen Dinger da drauf sind zum Warnen oder irgend so ein Scheiß? Also so ein Ding hab ich schon mal mitgenommen. Das hat irgendwie 150 Jahre lang noch geleuchtet. Bitte verratet mich nicht. Ist schon was länger her. Magst du es, Post-its zu benutzen? Nee. Hab ich keine Zeit für. Schneidest du Coupons aus, ohne sie aber dann jemals zu benutzen? Nö, was soll ich damit? Nimm nur hier diese Mektes-Coupons immer mit, aber die schneide ich nicht aus, die kann man so runterrippen. Ey, voll gerippt, Alter. Hab die McDonalds-Schild voll weggerippt, ja? Kräh. Würdest du lieber von Bären oder einem Schwarm Bienen attackiert werden? Lieber mit von einem Bär. Ich glaube, ein Bär da mit dem, also von meiner Statur her kann ich mich gut mit dem auch noch battlen, ja? Also ich glaube, der kann mich nicht direkt besiegen. Aber so ein Schwarm Bienen, Alter, schon alleine, wenn die eine ins Maul fliegt und dich in der Speiseröhre und in der Luftröhre piekst, dann bist du schon am Arsch. Also Bienen, ich hasse Bienen auch Todes, Alter. Sobald hier eine Biene reinkommt, ich knall die direkt ab. Hast du Sommersprossen? Ja, aber nur, wenn ich in die Sonne gehe. Dann sehe ich immer ganz süß aus, wie Pippi Langstrumpf. Lachst du immer bei Bildern? Ja, wenn sie lustig sind, lache ich. Wenn nicht, dann lache ich auch. Oder? Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Egoismus und eingebildete Menschen. Ich hasse eigentlich eingebildete Menschen und Egoismus. Gut, Kai ist auch ein arroganter Wichser. Aber ich liebe ihn trotzdem, aber weil ich mich dran gewöhnt habe. Aber ich hasse auf jeden Fall Egoismus und arrogante Menschen, die sich für was Besseres halten. Weg mit euch! Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? Na, fast nie. Nee. Hast du jemals in den Wald gepisst? Jedes Wochenende. Tanzt du manchmal auch, wenn keine Musik läuft? Ja, ich tanze eigentlich immer wie eine Ballerina durch die Gegend, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß nicht mehr bei welchem Video, aber ja, ich tanze auch, wenn keine Musik läuft. Ich mache mir meine Musik dann selber, indem ich pfeife oder so. Kaust du auf deinen Stiften? Früher ja, heute auch noch. Ey, das ist eine Fliege, fick dich. Mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? Zero. Du schläfst nicht mit Dagi oder was? Welche Größe hat dein Bett? Ihr wisst ja, ich schlafe auf meiner Couch, auf meiner ausziehbaren Couch und das sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, 2 Meter vielleicht, wenn es hochkommt. Was ist dein Song der Woche? Ich, hab das neue Waititi-Lied gehört, halt dein Maul, und seitdem, ich habe das glaube ich 1 oder 2 Mal gehört und seitdem geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Also diese Hook, ey, die höre ich die ganze Zeit, deswegen ist es, glaube ich, die Scheißfliege, da geht mir richtig auf den Sack, ist das auf jeden Fall mein, boah, ich schwitze schon wieder. Mein Track der Woche ist Waititi, halt dein Maul. Findest du es okay, wenn Jungs Pink tragen? Ja! Schaust du immer noch Zeichentrickfilme? Ja, ich schaue immer noch Animes, Dragon Ball Z und die ganzen Scheiß. Nicht so oft wie früher und die Simpsons immer. Ich gucke jeden Abend Simpsons, also ja. Was ist dein allerliebster Film? Mann unter Feuer von Denzel Washington. Also mit Denzel Washington. Wo würdest du einen verborgenen Schatz vergraben, wenn du einen hättest? In meiner Unterhose! Oder? Was trinkst du zum Abendessen? Meinen Eigenurin. Fanta also, oder? Worin dippst du Chicken Nuggets? Also ich muss ehrlich sagen, ich esse die immer gerne ohne süß-sauer. Oder sowas. Also eigentlich esse ich sie immer trocken. Und wenn, dann dipp ich sie in meinen Maul. Was ist dein Lieblingsessen? Hühnersuppe. Komisch, aber ist so. Welche Filme kannst du immer und immer wieder anschauen und du liebst sie trotzdem? Harry Potter Reihe, ganz klar. Kann ich mir immer wieder angucken, ist immer wieder spannend, macht immer wieder Spaß. Super. Letzte Person, die du geküsst hast oder letzte Person, die dich geküsst hat? Dagi. Warst du jemals ein Pfadfinder? Ich hasse Pfadfinder. Ich
hasse Pfadfinder. Aber ich liebe sie trotzdem. Würdest du jemals nackt in einer Zeitschrift posen? Das wollt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar Kilo wieder abgenommen, aber die Wampe ist immer noch vorhanden. Also ich glaube nicht, dass ihr mich nackt in einer Zeitschrift sehen wollt. Außer vielleicht von hinten. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden einen Brief auf Papier geschrieben hast? Boah. Weiß ich nicht. Kannst du ein Auto voll tanken? Ich denke schon. Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Nein, weil ich kein Auto habe und weil ich keinen Führerschein habe und weil ich zu faul bin, einen Führerschein zu machen und weil ich Angst vorm Autofahren habe, weil meine Freunde alle immer so schnell auf der Autobahn fahren und ich Angst habe, dabei zu sterben, wenn mich einer meiner Freunde rammt. Ist dir jemals der Tank mitten auf der Autofahrt ausgegangen? Nein. Das Beste, was man zum Frühstück essen kann. Gekochte Eier sind immer beste Leben. Wann gehst du normalerweise zu Bett? Ich habe wieder einen normalen Schlafrhythmus. Ich bin immer so ungefähr um 11:30, 12 Uhr am Schlafen. Yeah. Bist du faul? Ja. Ja. Als du ein Kind warst, als was hast du dich zu Halloween verkleidet? Ich habe nie Halloween gefeiert oder so, aber Karneval, und da war ich meistens entweder Zorro oder Ninja oder ein Power Ranger. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Kaulquappen, Penisrohr, Arsch, Fotzenknecht. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? 3. Ein bisschen Spanisch, Schulenglisch und Deutsch. Hast du irgendeine Zeitschrift abonniert? Ja, die Bunte. Was findest du besser, Legos oder Dominosteine? Was denn wohl? Lego! Lieblings-Sandwich. Käse, Oregano, Penis, Lauge. Bist du stur? Wenn ich nicht das bekomme, was ich will, oft. Oder wenn ich Streit habe, bin ich der Typ, der sich nie meldet. Also ich bin schon ziemlich stur. Was so, ja, doch, ja. Wer ist besser, Thomas Gottschalk oder Markus Lanz? Definitiv Helge Schneider. Sommer, Sonne, Kaktus. Hast du jemals eine Seifenoper gesehen? Weiß ich nicht. Ist Seifenoper nicht auch hier so Daily Soaps und so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir auch scheiße. Ja. Hast du Höhenangst? Ja. Sehr sogar. Wenn ich irgendwo oben bin, also außer wenn ich besoffen bin, dann habe ich keine Höhenangst. Da bin ich auch schon mal auf den Kran besoffen gestiegen, aber sonst ja. Singst du im Auto? Wenn das Radio an ist? Ja. Singst du unter der Dusche? Ab und an schon. Tanzt du im Auto? Nee, auf dem Auto. Wenn ich besoffen bin. Hast du jemals eine Pistole benutzt? Soll ich? Soll ich echt? Letztes Mal, als du ein Porträt beim Fotograf gemacht hast, war, glaube ich, Bewerbungsfoto, lass mich nicht lügen, 2008. Oder 2007. Ja. Denkst du, Musicals sind kitschig? Nein, ich liebe Musicals. Sehr sogar. Findest du, Weihnachten ist stressig? Nee, ich mag diesen Weihnachtsstress, dieses Geschenke kaufen und so. Deswegen, also es ist zwar für viele Leute stressig, aber für mich ist es einfach nur Jay. Hast du jemals Pirogen gegessen? Pirogen, Alter, hört sich an wie Chirurgen, Alter. Nee, ich habe noch nie einen Chirurgen gegessen. Aber vielleicht mache ich es irgendwann mal. Lieblingsobstkuchen. Erdbeerkuchen ist schon echt Tutti Banane. Berufe, die du als Kind werden wolltest. Komischerweise Zimmermann, weil mein Onkel Zimmermann war, wollte ich auch Zimmermann werden, weil ich den irgendwie bewundert habe und irgendwie den Job. Er hatte halt immer so einen Zimmermannsanzug und ich fand den irgendwie cool und als Kind wollte ich auch so einen Zimmermannsanzug haben und ich rede schon wieder ganz schnell. Also ich wollte früher Zimmermann werden. Ich hab euch alle lieb, tschüss. Glaubst du an Geister? Nö. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Boah, oft Leute, oft, sehr oft. Das ist auch ziemlich gruselig manchmal und mir geht schon wieder hier eine Fliege auf den Sack, aber das ist wirklich... Déjà-vus hatte ich sehr viele, Freunde. Nimmst du täglich Vitamine zu dir? Ich versuche es. Ich versuche es, ja. Aber manchmal sind die Äpfel einfach leer. Trägst du Hausschuhe? Möp. Find das voll bescheuert, Alter. Sich, wenn man reinkommt, so behinderte Puschen anzuziehen und damit rumzulaufen. Nee, tue ich nicht. Die Steinzeitmenschen sind auch barfuß rumgelaufen. Die hatten auch keine Auspuschen. Trägst du einen Bademantel? Nee. Was trägst du zum Schlafen? Boxershorts? Eigentlich nur Boxershorts. Also ich kann auf jeden Fall nie nackt pennen. Ich weiß nicht, wenn ich keine Boxershorts anhab, dann kann ich nicht schlafen. Dann ist das so unwohl an den Eiern und am Pimmel und so. Also ich brauche immer eine Boxershort, damit ich einschlafen kann. Ich kann nicht nackt einschlafen. Frag mich nicht, warum. Erstes Konzert war Sido. War ein Sido-Konzert 2007. Lidl, Aldi oder Kaufland? Aldi! Um zu meinem Aldi-Hall zu kommen, bitte klick jetzt auf da oben oder hier, irgendwo. Irgendwo siehst du meine Aldi, oder kannst du mal sehen, was ich mir immer so im Aldi einkaufe. Nike oder Adidas? Natürlich Nike. Jordans, alles rein da, fertig. Nike, beste Marke, wo gibt's, Junge? Chips oder Flips? Chips.
Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne? Sonnenblumenkerne, kann man immer so geil zwischen die Zähne kauen. Und mit Dima und Sascha habe ich mir auch immer voll viele Sonnenblumenkerne reingepfiffen. Also ich bin ein richtiger Sonnenblumenkerne-Fanatiker, ja. Kann der Junge eigentlich auch einmal normal bleiben? Der ist ja voll aufgedreht. Hast du jemals von der Gruppe Triesbien gehört? Nö. Hast du jemals Tanzunterricht genommen? Ich habe früher Breakdance gemacht, aber das hat mir keiner beigebracht. Ich habe einfach die ganze Zeit den Song Freestyler von den Boomfang-MCs gehört, ja. Und hab dabei einfach immer versucht, Breakdance zu machen, mich auf den Kopf zu drehen und so, hat aber nicht geklappt, hat mich tausendmal verletzt und deswegen bin ich jetzt auch so behindert im Kopf. Welchen Beruf soll dein zukünftiger Ehepartner haben? Müllfrau! Kannst du deine Zunge rollen? Hast du jemals einen Buchstabierwettbewerb gewonnen? Nein, ich war immer schlecht in Diktaten und so ein Scheiß und Buchstabieren. Nee, hör mir auf. Müll! Merkt man vielleicht auch an meiner Rechtschreibung. Hast du jemals vor Freude geweint? Als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, als mein Bein gebrochen war, da habe ich vor Freude geweint, weil das einfach so eine schwere Zeit war im Krankenhaus und mein Bein so explodiert ist vor Schmerzen. Als ich dann zu Hause war, habe ich vor Freude geweint. Ja. Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Ja, natürlich. Viele. Sehr viele. Ich habe auch ein eigenes Album rausgebracht, zusammen mit dem Kai. Sex Street Boys. Gib es auf iTunes. Hast du ein Aufnahmegerät? Ja, ich habe sogar ein ganzes Studio, was dem Topic gehört. Ja, dem Topic meine ich. Warst du jemals verliebt? Ja. In die ein oder andere Frau war ich doch dezenterweise mal verliebt. Ja, wir hatten auch viele romantische Tage zusammen und außerdem habe ich eine Freundin. Hey. Wem würdest du gerne mal auf ein Konzert sehen? Ich hätte gerne Michael Jackson gesehen, aber jetzt würde ich gerne mal Bruno Mars sehen. Und ich glaube, ich gehe auch im November mit einem Topic auf ein Konzert von dem. Und das wird so toll! Auf welchem Konzert warst du zuletzt? Justin Bieber Believe Tour. Ja, in Köln. War geil. Oh, ich glaube, ich schwitz übelst. Zieh dir doch den Oberteil aus! Heißen oder kalten Tee? Heißen natürlich. Aber kalt ist ja auch geil. Wenn der so richtig eisgekühlt ist, ist das auch richtig beste. Ey, mir geht hier so eine Fliege auf den Sack. Verpiss dich doch mal. Tee oder Kaffee? Tee. Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade. Kannst du gut schwimmen? Es geht. Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Bist du geduldig? Nein, ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Wenn ich was haben will, dann will ich es jetzt und direkt. Ich kann nicht auf Sachen warten, da kriege ich das Kurzen. DJ oder eine Band auf deiner Hochzeit? Ich glaube, so eine Band wäre cooler, so eine coole Band, so wie auf der Titanic. Nur, dass wir nicht alle sterben sollen, aber wäre cool, so eine Band wie auf der Titanic. Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe keine Medaillen oder Pokale oder so zu Hause, also ich glaube nicht. Leider. Schenk mir doch alle mal was. Hattest du jemals eine Schönheitsoperation? Nein. Bin ich total gegen. Ich hasse Botox, Motox, Brüste aufspritzen lassen und so was. Nee, geh weg. Welche Oliven sind besser? Die grünen oder die schwarzen? Natürlich die grünen. Am besten noch mit einer leckeren Käsefüllung. Oh, mein Ohr. Ja. Kannst du stricken oder häkeln? Nö. Bester Platz für einen Kamin? Wohnzimmer schön mit dem Teppich vorher drauflegen und dann Sex machen. Wenn du schon verheiratet bist, wie lange schon? Bin knapp vor der goldenen Hochzeit. Willst du mal heiraten? Mal schauen, ich weiß es noch nicht, vielleicht. Ja, nee, mal gucken, wenn es sich lohnt. Weinst du oder bekommst du Wutanfälle, bis du deinen Willen bekommst? Nee. Ich gucke einfach nur böse. Aber ich weine nicht. Also ich weine sehr selten. Ich glaube, das letzte Mal geweint, ist schon so lange her. Keine Ahnung, ich bin halt nicht so ein Mensch, der weint. Hast du Kinder? Nein, habe ich nicht. Willst du Kinder? Ich weiß es nicht. Jetzt momentan nicht. Jetzt momentan bin ich so sehr mit mir selbst beschäftigt. Nein. Etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Ich habe im Musikunterricht auf den Tisch gekotzt. Und meine ganze Klasse hat es gesehen. Mir war einfach schlecht und ich habe dahin gekotzt. Auch noch auf meinen Ordner. Das war so widerlich. Einfach so. Warum eigentlich im Musikunterricht? Vielleicht konnte mein Lehrer nicht sehen. Man weiß es nicht. Und die letzte Frage. Vermisst du irgendwen gerade? Ich vermisse euch alle. Und ich freue mich, dass wir uns auf dem Video Day 2013 am 24.08. sehen. Falls ihr es noch nicht wisst. Ja, der Leint, die Dagi B und der KF sind auch auf dem Video Day. Auch T-Zone ist dabei. Wenn ihr uns sehen wollt, kommt doch am 24.08. zu Lanxess Arena in Köln und wir haben ein bisschen Spaß, weil ich vermisse euch wirklich und ich will euch alle gerne wieder umarmen und mit euch Fotos machen und so. Komm, komm.
gib Umarmung, komm, jetzt umarmt alle euren Bildschirm. Geht schon, nimm dein Laptop und umarmt. Ja, kommt alle dahin, wir haben Spaß. 24.8. Lanxess Arena, Köln, Video Day, yeah. Und ich verabschiede mich mit viel Krach und Bang als abgefuckter Gangster.